Kabeljau stirbt still und leise. Um Hilfe schreien kann er nicht. Wäre er ein süßer Panda-Bär, hätte er vielleicht eine Chance. Als Fisch aber lässt er uns kalt. So verschwindet der Kabeljau aus den Meeren, genauso leise, wie er bisher auf den Fischkuttern verreckt ist. Eine kleine Randnotiz in der Zeitung. Der Kabeljau stirbt aus. Weggefischt sei er. Zu Tode gefangen. Einfach so? Sang- und klanglos? Wir wollen es genau wissen und machen uns auf den Weg nach Cuxhaven. Hier schlägt das Herz der deutschen Fischindustrie. Gigantische 20.000 Tonnen Kabeljau wurden in Cuxhaven noch 1980 angelandet. Wer hier von Fisch redete, meinte den Kabeljau. Der Geruch dieses Fisches hängt hier in jeder Mauerritze. Und heute? Ein Geisterhafen. Die Fischhallen sind geschlossen, an der Pier ist kein einziger Fischkutter mehr zu sehen. Nach langer Suche finden wir einen uralten Kutter und einen Mann, der für uns aussieht wie ein Fischer. Wir machen einen Film über Kabeljau. Ich bin aber nicht von hier. Man macht ja nichts. Kabeljau habe ich überhaupt keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Nee. Sie sind Fischer? Nee, ich bin Schlosser. Sie sind Schlosser, ja. Aber Sie schlossern auf Fischerbooten, nehme ich an. Ja, maschinenmäßig, ja. Ja. Und das Fischerboot, das Sie gerade reparieren? Das ist nicht, nee. Das ist, das holt gerade die Polen ab. Die wollen damit nach Polen. Ach so. Das stammt aus der DDR noch. Ja. Und auf was gehen die? Was gehen die fischen? Die wollen den umbauen als Fahrgastschiff. Als Fahrgastschiff? Ja. Die haben genug vom Fischer da sein. Ja, doch. Ja, sonst sieht man hier gar keine Fischer. Ja, ist überhaupt niemand, nee. Ne? Also. Gestern war da hinten noch so ein Krabbenkutter da, der hatte da gelöscht. Aber sonst sieht man hier nichts mehr. So ist das heute. Sie glauben, so ein Kabeljau finden wir hier gar nicht, ne? Nee. Aber hier drüben auf der anderen Seite ist doch die Kutterfisch Cuxhaven. Da ist doch so eine Verarbeitung. Die verarbeiten da noch. Die Kutterfischzentrale in Cuxhaven ist mit dem Kabeljau groß geworden. Auch wenn es ihn jetzt hier kaum noch gibt. Aber noch immer ist die Kutterfischzentrale der größte Verarbeiter von Frischfisch in Deutschland. Vor allem Restaurants werden von hier aus beliefert. Feinste Filets, garantiert grätenfrei, schneiden die meist spanischen Mitarbeiter portionsweise zu und verpacken sie für den LKW-Transport. Die Kutterfischzentrale unterhält sogar eine eigene Fangflotte. Weil aber Diesel so teuer geworden ist, dampfen die Kutter nicht mehr bis Cuxhaven, sondern löschen ihre Ladung gleich in Dänemark, in der Nähe ihres Fanggebietes. Auch ohne den Kabeljau laufen die Geschäfte gut. Schließlich gibt es ja auch noch andere Fische. Aber trotz der geringeren Mengen Kabeljau, die es eventuell geben sollte, braucht doch kein deutscher Verbraucher zu hungern. Wir fangen bis zu 90% unserer Fische als Seelachs. Ein sehr zartes Filet, kann ich nur empfehlen. Ist auch preisgünstiger als Kabeljau und schmeckt mindestens genauso gut. Ja, aber ich meine, wir sind mit dem Kabeljau groß geworden und jetzt sollen sie alle, was weiß ich, für Fische essen. Und dann jetzt gehen alle auf die anderen Fische und sind die dann auch irgendwann überfischt? Ich bin mit dem Käfer groß geworden, der wird auch nicht mehr gebaut. Ja, können wir darauf verzichten, Kabeljau brauchen wir nicht. Kabeljau, gut, es ist schön, dass es ihn gegeben hat, es gibt ihn ja auch noch. Und, ja, was soll ich euch da jetzt sagen? So einfach ist das? Käfer oder Kabeljau? Alles austauschbar? Alles egal? Was lassen wir noch alles sterben? Und was werden wir in 100 Jahren essen? In einer hässlichen Ecke des Hafenbeckens entdecken wir einige Reste der einstmals stolzen deutschen Fischereiflotte. Kein Land in Europa hat so konsequent seine Fischerboote abgewrackt wie Deutschland. Gerade mal 3,4% beträgt der deutsche Anteil noch am europaweiten Fischfang. Nicht weit entfernt vom Schiffsfriedhof liegt die Wiesbaden an der Pier. Ein riesiger Fischtrawler, fast 100 Meter lang und völlig verrostet. An Deck liegen große und kleine Netze wahllos verstreut,
als hätte die Besatzung das Schiff gleich nach dem Einlaufen fluchtartig verlassen. Auf der Brücke, im Kommandostand, finden wir komplizierte Schaltpulte. Und Horst Mußmann. Er kümmert sich um die Technik an Bord und sorgt vor allem dafür, dass die Wiesbaden nicht im Hafen absäuft. Die Zukunft des Schiffes ist ungewiss. Mit den nötigen Reparaturen hat man keine Eile. Ganz offenbar sind dem Fischtrawler Wiesbaden die Fische ausgegangen. Ja, traditionell war der Kabeljau eigentlich der Fisch, der von diesen Schiffen gefangen worden ist. Auch das traditionelle Fanggebiet war Ostgrönland, aber da ist in den Anfang der 90er Jahre der Fischereierfolg stark zurückgegangen. Deutlich gesagt, Kabeljauvorkommen ist nicht mehr da. Und seitdem wird eigentlich gehofft, dass irgendwann die neue Phase eintritt und auch der Kabeljau sich da wieder zeigt. Die Ursachen dafür sind nicht ganz klar. Die Fachleute streiten sich. Es geht um Wassertemperaturen und andere biologische Einflüsse. Auch einige Decks tiefer erscheint die Wiesbaden wie ein Geisterschiff. Ein metallener Dinosaurier der Meere, der alle Fische weggefressen und damit sich selbst zum Aussterben verurteilt hat. Heute summen hier nur noch die Ventilatoren. Die Maschinen stehen schon lange still. Und der Verfall geht unaufhaltsam voran. Zu diesem Bereich sei vielleicht gesagt, er entspricht nicht dem aktuellen Stand der Fischereitechnik oder der Vorgehensweise, wie es auf neueren Schiffen der Fall ist. Allerdings auf diesem alten Schiff, ist bereits erwähnt, 30 Jahre alt, steht man ständig vor der Frage, lohnt sich die Investition noch, ja oder nein? Hier haben sich Investitionen schon länger nicht mehr gelohnt. Wir sehen hier tatsächlich freie Fläche. Das spiegelt wieder, wie es um die Kabeljau-Situation bestellt ist. Dies ist der Platz für die früher installierten Kabeljau-Maschinen gewesen. Und da besteht für dieses Schiff zumindest keine Verwendung mehr. Im riesigen Laderaum herrscht die Stille einer Kathedrale. Hier lagerte einst die Beute nach einer erfolgreichen Jagd auf den Kabeljau. In früheren Zeiten war es nicht selten, sondern eher der Normalfall, dass dieser Raum bis unter die Decke gefüllt ist. Und je nach Fischsorte bedeutet das dann ein Gewicht von bis zu 850 Tonnen Fisch. In dieser Form liefern Schiffe wie die Wiesbaden ihren Fang an Land ab. Rechteckige Blöcke, Tausende, tiefgefrorenes Fischfilet, steinhart und nur mit Sägen zu zerkleinern. Wir sind bei Husmann und Hahn, dem ehemaligen Auftraggeber der Wiesbaden und einem der größten Fischverarbeiter in Cuxhaven. Fischstäbchen für Aldi werden hier gesägt und paniert, jeden Tag 1,5 Millionen Stück. Den Nachschub erhalten Husmann und Hahn per Container aus allen Ecken der Welt. Kein Fischkutter muss mehr in Cuxhaven anlegen, um diese Fabrik mit Fisch zu versorgen. Sie könnte genauso gut im Bayerischen Wald wie in Cuxhaven stehen. Wir sind auf der Suche nach Kabeljau. Jetzt haben wir jetzt gerade da unten die Fischstäbchenproduktion gesehen, da war aber jetzt kein Kabeljau. Nein, das war der sogenannte Huki oder blauer Seehecht aus Argentinien. Die meisten gucken ja auch gar nicht auf eine Packung, welcher Rohfisch da drin ist. Die Verbraucher heute kaufen Fischstäbchen oder Schlemmerfilet. Die können Sie heute fragen. Und wissen Sie, welcher Rohstoff es war? Nein, Fischstäbchen. Warum ist es so, dass bei uns jetzt so wenig Kabeljau noch in den Fischstäbchen und sonstigen Fertigprodukten? Das ist eine Preisfrage. Kabeljaufilet ist in den letzten Jahren sehr, sehr teuer geworden, aber auch nicht genügend da, das wissen Sie. Fangbegrenzung, Fangstopp, jetzt ist er wieder auf 50% reduziert worden, die Fangquote. Und es hat sich herausgestellt, dass der deutsche Verbraucher nicht bereit ist, so viel mehr für das Fischstäbchen oder für das Schlemmerfilet zu bezahlen, wenn Kabeljau als Rohstoff verarbeitet wird. Der Kabeljau wird hauptsächlich für den englischen Markt gebraucht und da eben auch für die Fischstäbchen. Die Hochburg für Kabeljau ist England. Wie kommt das? Das hängt mit den Fish-and-Chip-Shops zusammen. Alle Fish-and-Chip-Shops machen Fisch aus Kabeljau.
Und deshalb müssen die Fischstäbchen auch aus Kabeljau sein. Es gibt ja Leute, die sagen, dass der Kabeljau in Gefahr ist, so auszusterben. Ja, das ist richtig. Aber das kann ich jetzt so jetzt am Tisch nicht beantworten. Da müsste man auch da Zahlen, Daten, Fakten haben. Sicherlich ist er in den letzten Jahren weniger gefangen worden. Aber dass da Raubbau mitgetrieben worden ist, das bin ich jetzt wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Da müsste man wirklich mit Rädern sprechen oder Leuten, die wirklich die Zahlen dann auch vergleichen können. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Weil wenn wir ihn gebraucht haben, hatten wir ihn immer. Also das ist für mich entscheidend. Wir sind ernüchtert. Kein Kabeljau in Cuxhaven. Bestenfalls viereckig, geliefert per Container von irgendwo. Zum Verbrauch in England bestimmt. Gerade einmal 68 Tonnen frischer Kabeljau wurden im gesamten vergangenen Jahr in Cuxhaven angelandet. Nicht der Rede wert. Der Kabeljau an der Nordsee ist ein exotisches Tier. Wie ist das möglich? Dass die Fangquote null nicht vereinbart worden ist in diesem Jahr, bedeutet für uns den Todesstoß für den Kabeljau. Denn vor 2 Jahren haben die Wissenschaftler schon gefordert, dass die Fischerei drastisch reduziert werden muss. Und in diesem Jahr hatte man die letzte Chance, aus unserer Sicht dann nachzubessern mit der Nullquote. Und wir gehen davon aus, dass der Bestand in diesem Jahr in die Knie gehen wird und zusammenbrechen wird. Und damit wird die Fischerei auf Kabeljau sowieso hinfällig sein. Der dramatische Rückgang der Kabeljaubestände betrifft natürlich nicht nur die Deutsche Bucht. Weltweit bemühen sich Wissenschaftler und Umweltschützer, die Überfischung der Meere zu stoppen. Die heile Welt unter Wasser gibt es längst nur noch in den Werbeprospekten der Touristikbranche. Fische sind die letzten wilden Tiere, die als Nahrungsquelle vom Menschen genutzt werden. Doch wie vor 100 Jahren die wilden Büffelherden in Nordamerika durch die gnadenlose Jagd ausgerottet wurden, so droht jetzt vielen Fischbeständen der endgültige Untergang. Mit Kompromissen, die im vergangenen Jahr mühsam in der Europäischen Union ausgehandelt wurden, soll der Kabeljau gerettet werden. Nur noch 9 Tage im Monat dürfen die Fischer jetzt in der Nordsee auf den Kabeljau gehen. Die Fangquoten wurden nochmals halbiert. Aber macht es denn Sinn, Fangbeschränkungen auszusprechen, wo längst kein Kabeljau mehr ist? Ist sein Aussterben nicht längst beschlossene Sache? Nein, von einem Aussterben des Kabeljaus kann man in dem Fall nicht sprechen. Aber es wird auf jeden Fall so klein sein, dass er nicht mehr befischbar ist. Es geht immer um einen wirtschaftlichen Faktor. Und wir kennen das aus einem Beispiel vor Kanada. Da ist der Bestand vor 10 Jahren zusammengebrochen und der Kabeljau hat sich nicht wieder erholt. Das heißt, auch nach 10 Jahren kann man nicht wieder fischen. Und von daher spricht man von einer kommerziellen Ausrottung. Die kommerzielle Ausrottung ist für den Kabeljau, wäre die sehr schlimm? Naja, sehr schlimm ist eine gute Frage. Ich meine jetzt für den Fisch, nicht für den Fischer. Wir haben es ja mehr mit einem Gefüge zu tun, also mit einem Netzwerk des Lebens auch. Und wenn man einen großen Bestandteil, und Kabeljau war ein großer und auch wichtiger Bestandteil, in diesem Gefüge herausnimmt, dann weiß man gar nicht wirklich, was passieren wird. Denn Kabeljau ist ja nicht nur was, was Menschen gerne gegessen haben, sondern auch Tiere. Das ist ein Fisch, der auch andere Fischbestände klein gehalten hat oder dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel die Schweinswale, die einzigen heimischen Wale, die wir hier haben in der Nordsee, die haben sich viel von Kabeljau ernährt. Und wenn der weg ist, dann wird das sicherlich Einfluss auf das Gesamtsystem haben. Und von daher ist es aus einer biologischen Sicht schon schlimm, wenn dieses Detail fehlt. Mal abgesehen davon, dass wir es gern gegessen haben und dann nicht mehr haben werden. Dieses Bedauern werden die meisten teilen. Denn lecker schmeckt er ja, der Kabeljau. Aber richtig ans Herz gewachsen ist er niemandem. Einen knuffigen Pandabär vor dem Aussterben bewahren, macht einfach mehr Spaß, oder? Ich bin Meeresbiologin. Ich habe mich viel mit Fisch beschäftigt. Und ich finde Fische gar nicht glitschig und hässlich, sondern ich finde die wunderschön. Und der Kabeljau sieht toll aus, wenn man ihn sieht. Im Wasser natürlich nicht, wenn er an Deck liegt, irgendwie gerade aus dem Wasser gezogen worden ist. Oder vielleicht als Filet auf dem Teller. Aber als Tier in seiner natürlichen Umgebung ist es schon eine Faszination. Das ist ein Kabeljau. Hier im Meeresaquarium von Bremerhaven hat er sogar einen Namen. Karl ist das letzte lebende Exemplar seiner Gattung in weitem Umkreis. Wir lernen, woran man einen Kabeljau erkennen kann. Jetzt, wo es kaum noch welche gibt. Charakteristisch ist vor allem der Bartfaden unterhalb des Maules. Damit kann er als Grundfisch die Beschaffenheit des Bodens ertasten.
Wir sind auf der Suche nach dem Kabeljau an der Nordsee. Und dieses Exemplar da unten war das einzig Lebende, was wir gefunden haben. Was ist das für einer? Das ist ein Kabeljau oder ein Dorsch. Beides wäre richtig. Das Phänomen bei diesen Tieren ist, dass der Kabeljau an der Ostsee Dorsch heißt, sein Leben lang. Und wir an der Nordsee nennen ihn erst in der Geschlechtsreife Kabeljau. Vorher ist es ein Dorsch. Das ist der letzte Kabeljau, der hier gepflegt wird. Und wenn Sie sagen, woanders haben Sie auch keine mehr gefunden, ist es scheinbar im Moment so, dass es sehr wenig gibt. Im freien Lebensraum leider ja auch, zunehmend weniger. Und der kauert sich jetzt so ein bisschen in der Ecke, weil es ihn ein bisschen beunruhigt. Wir haben einen neuen Schwung Wolfsbarsche dazu bekommen. Die sind sehr dominant, bringen sehr viel Leben ins Aquarium. Und jetzt hat er sich so einen Zufluchtsort gesucht, wo er erstmal sitzt und muss sich langsam dran gewöhnen, an die neuen Konkurrenten im Aquarium praktisch. Jetzt ist der Kabeljau ja eigentlich so, also man nennt den so Speisefisch, ja, ne? Ja. Wie kommt er dann hier überhaupt in so ein Aquarium? Ich denke mal, da haben sich die Erbauer dieses Aquariums damals eben so gedacht, dass es ganz interessant ist, dass der Besucher, der Tourist, eben auch mal sehen kann, wie so ein Fisch in lebendiger Form aussieht. Und ganz viele Verbraucher oder Kinder denken tatsächlich vielleicht, es schwimmen Fischstäbchen im Meer rum. Das vollständige Produkt kennt kaum noch jemand. Am Abend erreicht uns ein Anruf aus Cuxhaven, die Kutterfischzentrale. Jede Menge Kabeljau werde dort morgen erwartet. War etwa all das Wehklagen um den Kabeljau am Ende nur eine Zeitungsente? Pünktlich um 6 Uhr öffnet die Kutterfischzentrale ihre Tore. Davor warten nicht Schiffe, sondern Lastwagen. 3 Sattelschlepper voll mit frischem, eisgekühltem Kabeljau werden in der nächsten Stunde entladen. Noch an diesem Vormittag soll der Fisch filetiert und auf den Weg ins Binnenland zu den einzelnen Fischrestaurants gebracht werden. Mit Kabeljau oder Dorsch lässt sich noch immer gut Geld verdienen. Je knapper der Nachschub, desto besser die Preise. Die Kaimauer an der anderen Seite der Halle ist noch immer verwaist. Früher war hier jeden Morgen Kabeljauzeit. Der Fischmeister aus Cuxhaven erinnert sich. Schade, hier kamen die Kutterhommer rein, die hatten zeitweise so viel Kabeljau, dass sie mit der Decksladung reinkamen. Der wurde hier im Hafen geschlachtet. Das war immer ein schönes Bild, auch für die Touristen, für die Kurgäste, wenn hier richtig Betrieb mit Fisch war. Und das ist natürlich jetzt vollkommen weggefallen. Was machen Sie jetzt hier heute Morgen? Heute Morgen ist eine Einsendung aus der Ostsee hier mit Kabeljau bzw. Dorsch. Und da mache ich nur die Mengenfeststellung, wie viel da gekommen sind. Und woher das gekommen ist. Die Fischmeister sind die Buchhalter der Fischerei. Sie achten darauf, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Fisch in die einzelnen Kisten gepackt wurde. Und sie erfassen, wie viel Quote den einzelnen Fischern nach ihrem Fang noch übrig geblieben ist. Ein großer bürokratischer Aufwand, der eigentlich dem Fischbestand zugutekommen soll. Wir fragen uns, ob dieser Aufwand wohl auch dem Kabeljau noch etwas nützt. Insgesamt 1857 Kisten Ostseekabeljau werden an diesem Morgen verarbeitet. Das sind rund 45 Tonnen. Mit einer solchen Menge hatten wir in Cuxhaven nicht mehr gerechnet. Also doch, alles nur ein Fehlalarm? Dem Kabeljau, zumindest in der Ostsee, geht es prächtig und nur wir Journalisten machen viel zu viel Wind um eine Lappalie? Wir fragen die Betreiber der Kutterfischzentrale. Der Dorsch ist ein Fisch, eine Kabeljauart, die in der Ostsee sich aufhält und dort auch gefangen wird. Und der Kabeljau ist ein Fisch, der sich in der Nordsee aufhält. Das sind zwei getrennte Bestände. Also ein Kabeljau kann in der Nordsee überhaupt nicht mehr da sein und in der Ostsee gibt es Millionen von Tonnen oder umgekehrt. Millionen von Tonnen? An der Ostsee? Wir fahren hin. Die Region um die Insel Fehmarn gilt traditionell als ein Zentrum des Dorschfangs an der westlichen Ostsee. Und tatsächlich, im Fischereihafen von Burg Staaken gibt es noch Fischkutter. Wir sind gespannt, wie es hier um den Kabeljau steht. Wie lange waren Sie denn unterwegs? Von heute Morgen. Das ist aber ein schöner Uhr. Nee, das ist nicht so. Was? Das ist unsere Hauptzeit jetzt. Das ist nicht viel Fisch.
wenig. Wie viel Fisch ist es denn? Wie viel Kilo? Wissen Sie das? Das weiß ich, das sind 280 Kilo. Wie viel fangen Sie sonst an besseren Zeiten? 500, 400, 500. Aber das müssen wir jetzt, das ist unsere beste Zeit jetzt. Januar, Februar. Unsere besten Monate. Wie kommt es, dass so wenig da ist? Vielleicht wetterbedingt. Man sagt ja, der Dorsch oder der Kabeljau, der stirbt aus. Ja, das sagen aber bloß die am grünen Tisch jetzt, nicht die Fachleute. Nein, von schlechten Nachrichten will man hier nichts wissen. Die Lage erscheint angespannt genug. Haben Sie Dorsch gefangen? Wir haben Dorsch gefangen, ja. Sind Sie zufrieden? Nee, schlechte Wetterlage heute. Ist nichts gut. Das Wetter ist schlecht gewesen draußen. Schlechter Fang. Zu viel Strömung und sowas. Nehme ich an. Wie viel haben Sie gefangen? Das waren noch nicht viel. 6 Kisten. Das ist nichts. Wie viel Kilo sind das dann, 6 Kisten? 150. Von wann an? Von heute Morgen um 5. Gut? Nee, im Moment sieht das gar nicht gut aus. Warum? Wegen Wetter? Wetter, wenig Fang. Woran liegt das? Sie sind alle nicht zufrieden. Ja. Wie lange machen Sie das schon? Ja, vom Kind auf an. Mit Vater schon mitgefahren. Und Ihre Kinder, machen die das weiter? Schlecht, schlecht. Wenn das so weitergeht, dann wird das wohl los. Keine rosigen Aussichten. Und auch keine Rede von Millionen Tonnen Ostseekabeljau. Wie lange der Dorsch hier noch gefangen werden kann, erscheint völlig offen. Unsicherheit überall, Ratlosigkeit und die bange Frage, wie lange können wir noch so weitermachen wie bisher? Am nächsten Morgen hat sich das Wetter verschlechtert. Zwangspause für die Fischer in Burg Staaken. Rumsitzen, nichts tun, kein Geld verdienen, das zerrt an den Nerven. Der Schneefall ist nicht das Problem. Der zunehmende Wind macht die Fischerei gefährlich. Die wenigen, die sich trotzdem hinaustrauen, bleiben nicht unbeobachtet. Die Fischereiaufsicht der Küstenwache ist bei jedem Wetter unterwegs. Mit massiven Kontrollen will man die Fischer zwingen, sich an die Gesetze zu halten. Die Schonung der Fischbestände hat hier oberste Priorität. Kann der Kabeljau so im letzten Moment gerettet werden? Die 20-köpfige Besatzung auf der Seeadler kommt nicht vom grünen Tisch. Alle an Bord waren früher selber Fischer, kennen sämtliche Tricks und Schliche, um Gesetze auszuhebeln, kennen aber auch das Dilemma, in dem die Fischer sich befinden. Ich habe es früher auch nur als Gelderwerb gesehen. Ne? Je mehr Fisch an Deck lag, umso mehr hat man verdient. Ne? Das war immer so eine Folge davon. Da hat man nicht gesagt, der arme Dorsch oder... Und jetzt ist es genauso. Der Fischer sagt, je mehr ich habe, umso mehr verdiene ich. Ne? Was nach mir ist. Oft ist es ja so. Ne? Wenn ich es nicht fange, dann sagt er, na, dann fängt der Nachbar an. Ne? Und der hat mehr Geld als ich. Und da eine Einsicht zu verlangen, ist schwierig. Ne? Sie nur sagt, na gut, ich verzichte freiwillig auf 1.000 Euro im Monat. Ne? Ich fahre etwas weniger, ich schone den Dorsch. Das, glaube ich, können Sie von keinem verlangen. Das wird ein Land auch keiner machen und sagen, na, ich gehe jetzt weniger arbeiten, damit ich weniger Auto fahre und die Umwelt schone. Das macht, glaube ich, auch keiner freiwillig, wenn es da nicht irgendwelche Druckmittel gibt dazu. Wir merken, hier liegt der Kabeljau begraben. Jeder rettet erstmal die eigene Haut und das aus guten Gründen. Immer nur Kompromisse, die letztlich keinem helfen. Alles geht nur langsamer zugrunde. Die Fischerei genauso wie der Kabeljau. Der Schiffskoch arbeitet am Mittagessen. Frischen Dorsch wird es nicht geben, sondern Kartoffeln, Salat und Sprotten. Zu Hause kochen wir natürlich auch einen frischen Dorsch, aber... Da kommt mir ein. Hier brauche ich gleich 20. Und deswegen wird das so teuer hier. Das kann ich mir echt nicht leisten mit dem Geld nicht. Ne? Ja. Der Kollege Chefkoch da? Ja, Chefkoch ist hier. Erst am Abend gehen Wind und Seegang ein klein wenig zurück.
Was uns als kaum spürbare Wetterberuhigung erscheint, reicht Kapitän Schoppe für die Kontrolle eines Fischkutters. Gegen 21 Uhr geht plötzlich alles ganz schnell. Drei Besatzungsmitglieder machen sich bereit, um mit dem Beiboot überzusetzen. Wir fahren mit und hören, was nun kontrolliert werden soll. Gucken wir die Fische an, kontrollieren das Netz, ob die Größe vom Netz stimmt. Und dann gehen wir nachher mal rauf und gucken die Kisten mal, ob die da groß genug ist. Auf dem Fischkutter wird gerade das riesige Schleppnetz eingeholt. Der spannendste Moment für jeden Fischer. Wird es sich gelohnt haben? Wird das Netz voll sein? Über 100 Meter Leine und Stahlseil werden an Bord gezogen, bevor der Stert, wie die Fischer das Netz nennen, aus der Tiefe nach oben kommt. Eine mühevolle Arbeit auf schwankendem Boden und bei eisigem Wind. Kaum erscheint das Netz an der Wasseroberfläche, sind sofort die Möwen da, die Aasgeier der Meere. Sie wissen genau, dass immer etwas für sie abfällt, selbst bei einem schlechten Fang. Und es ist ein schlechter Fang. Nichts Neues für den Kapitän des Kutters, für den die Fischerei längst alle angenehmen Seiten verloren hat. Ja, heute werden wir eben von diesen Herren hier belästigt zum Beispiel, obwohl die mich nicht stören im Moment, aber ja, die Ruhe ist vorbei, ja. Ewig neue Gesetze, neue Regeln. Man kann nicht mehr planen. Also eigentlich die Sorgen übersteigern, dass die angenehmen Seiten des Fischens. 139. Kaum ist das Netz geleert, gehen die Kontrolleure an die Arbeit. 134. Mindestens 130 mm Maschenweite sind seit dem letzten Jahr vorgeschrieben. Damit lassen sich Dorsche ab 35 cm Länge fangen. Doch längst hat die Gesetzgebung die Praxis überholt. Kaum hatten alle Fischer das 130er-Netz angeschafft, wurde die Mindestgröße für den Dorsch auf 38 cm heraufgesetzt. Alle kleineren Fische, die jetzt in das neue, vorgeschriebene Netz gehen, müssen wieder über Bord geworfen werden. 41. 39. Nach nur 15 Minuten ist schon fast alles vorbei. Die Kontrolleure von der Seeadler verlangen vom Kapitän noch das Logbuch und überprüfen die Einträge. Die Stimmung im Steuerhaus ist angespannt. Schlechter Fang und auch noch Kontrolleure an Bord. Für Christian Gnewuch ist es kein guter Tag. Und das Schlimmste? Er weiß nicht einmal, ob es überhaupt jemals wieder gute Tage geben wird. Merken Sie das, dass es weniger wird? Ja, natürlich merken wir das. Das ist ja nun leicht zu sehen gewesen, eben in den Hocken, dass da nicht mehr viel ist. Womit hängt das zusammen? Was meinen Sie? Ja, Überfischung jeden Fall. Ist wohl überfischt der Bestand, aber ja, das Klima wandelt sich auch. Die Fische und schwache Laicherjahrgänge hatten wir gehabt. Ich sollte nicht wissen, woran das liegt, dass immer so wenig ist. Es ist mal ein paar Jahre, wo sehr gute Fischerei ist. Das ist mal wieder weniger. Das ist schon immer so gewesen. Also, dass es nur an den Fischern liegt, die alles ausgerottet haben, das ist nicht so. Garantiert nicht. Das wäre ja auch ziemlich dusselig von Ihnen als Fischer, ne? Wenn Sie sich den eigenen Ast absägen, oder? Ja, natürlich ist es dusselig von mir, aber will ich mir den ja auch nicht absägen. Was bleibt mir anderes übrig? Ne? Ich lebe vom Fischefang, wenn ich das nicht darf. Also muss ich Fische fangen. Das, was ich darf, das versuche ich zu fangen. Und wenn es die letzten sind. Kontrolle beendet. Keine Beanstandung. Können die Fischereiwächter von der Seeadler auf diese Weise das Überleben des Kabeljaus sichern? Die Fischer holen aus dem Meer, was sie können. Oft schaffen sie es nicht einmal, ihre Quote auszufischen. So wenig Dorsch ist noch vorhanden. Kaum sind die Kontrolleure von Bord, geht am Heck des Kutters das Netz gleich wieder hinunter. Mehr Fische müssen her, sonst können die laufenden Rechnungen nicht bezahlt werden. Und wenn es die letzten sind. Am grünen Tisch streiten viele Interessengruppen um den Kabeljau. Auch der Deutsche Fischereiverband mischt bei der EU in Brüssel mit. Bloß nicht die eigenen Freunde aufgeben. Ein großes Problem bei dieser ganzen Geschichte ist ja ohnehin, dass man die Quoten nicht so gut kontrollieren kann. Die Kontrolle liegt in den Händen der Mitgliedstaaten.
und die Sanktionierung auch. Es lässt sich kein Mitgliedstaat seine Polizei durch eine EU-Polizei ersetzen. Und vor allen Dingen lässt sich auch kein Gericht, kein deutsches Gericht oder auch kein holländisches Gericht von Brüssel vorschreiben, wie der Richter zu entscheiden hat. Dadurch kann es passieren, dass in einem Mitgliedstaat für den gleichen Verstoß 50 Euro, im anderen 500 Euro und im dritten vielleicht sogar 5.000 Euro genommen wird. Auf diese Weise werden Gesetze zur Farce. Ein wirklicher Schutz der Fischbestände findet nicht statt. Aber natürlich versteht sich der Fischereiverband auch nicht als Beschützer des Kabeljaus, sondern als Lobby für die Interessen der Fischer. Und denen ist es letztlich egal, mit welchem Fisch sie ihr Geld verdienen. Das plötzliche Verschwinden des Kabeljaus vor Kanada etwa gilt hier nicht als Problem. Hauptsache, die Fischer sind nicht daran schuld. Da müssen Sie mal hier die Wissenschaftler fragen, und zwar die Meteorologen. Die Küste ist so kalt geworden da von Island. Wir hatten ja auch bei Grönland bis vor einigen Jahren sehr guten Kabeljaubestand. Auch der ist weniger. Wir gehen jetzt eigentlich immer dann nur noch nach der Temperatur, wie kalt es ist. Und wenn das so kalt bleibt, ist kein Kabeljau da. Die Kanadier übrigens, wenn Sie die da mal fragen, inzwischen in Halifax oder in St. John, die sind eigentlich froh, dass der Kabeljau weg ist. Die haben jetzt diese großen Krabben da. Die bringen mir Geld. Wenn die sich gehäutet haben, früher wurden die klein gehalten, hat der Kabeljau die. Das war auch ein Feinschmecker. Gerne genommen. Tja. Hier ist der Feinschmecker Kabeljau noch keine Ware, sondern ein schutzbedürftiges Lebewesen. In Hamburg suchen Wissenschaftler nach Wegen und Methoden, den Kabeljau zu retten. Das ist eins von den Netzen, die jetzt in der Ostsee zugelassen sind. Ein Netz, was deutlich die Selektion der Stärte verbessern soll. Deswegen hat es hier Quadratmaschen. Die sind knotenlos und erstrecken sich hier über einen großen Teil des Netzes. Aber nur im oberen Bereich? Nur im oberen Bereich. Das folgt Beobachtungen, die wir gemacht haben, dass die Hauptfluchtrichtung des Dorsches nach oben ist. Alle Theorie ist grau. Doch die Fischereiexperten der Bundesforschungsanstalt haben es ausprobiert. Als Beweis haben sie ihren Versuch gefilmt. Es gelangen spektakuläre Aufnahmen, die die Funktionsweise des neuen Netzes dokumentieren. Kleine Kabeljaus oder Dorsche haben hier noch eine Chance. Wenn sie nur ausdauernd genug um ihr Leben kämpfen. Das Überleben der Dorsche nach der Passage durch ein Netz, das hat man untersucht, ist überraschend gut. Man hat die bis zu 18 Tagen in der Tiefe gehältert, wo sie gefangen wurden, und hat also nur ganz geringe Verluste festgestellt. Es gilt für Dorsche, es gilt allerdings nicht für Heringe. Ein Hering, der in Berührung mit einem Netz gekommen ist, ist dem Tode geweiht. Er verliert so viele Schuppen durch den Kontakt mit diesem rauen Material, dass er dann sterben muss. In der Bundesforschungsanstalt geht es jedoch nicht nur um die Technik der Fischerei. Andere Abteilungen, wie die von Hans-Joachim Rätz, beschäftigen sich mit Meeresbiologie, mit den großen Zusammenhängen des Lebens unter Wasser. Ob die Erwärmung der Nordsee etwa als Ursache für das Verschwinden des Kabeljaus in Betracht kommt, wurde hier jahrelang untersucht. Die Wissenschaftler hofften, einen Ausweg vor dem drohenden Desaster zu finden. Ich sage Ihnen aber trotzdem, dass Hauptgrund der Kabeljau-Misere, die wir beobachten, ist die Überfischung. Die Chance eines Kabeljaus, der das Alter von einem Jahr erreicht hat in der Nordsee, das Alter von 3 Jahren zu erreichen, beträgt im Augenblick nur 1%. Und daraus sehen Sie schon, wie hoch die Sterblichkeit im Bestand ist und dass hier die fischereiliche Sterblichkeit einfach der Hauptgrund ist. Wir haben aber auch andere Beispiele bei dem Dorsch in der Ostsee zum Beispiel. Der ist sehr viel
sensibler gegenüber den für seine Anforderungen schlechteren Umweltbedingungen in Form des Sauerstoffgehaltes. Hier reagiert der Bestand sehr empfindlich auf schlechte Wasserbedingungen. Das bedeutet aber für mich dann eigentlich nur, dass man auch hier sehr, sehr viel vorsichtiger mit dem Bestand umgehen muss. Man muss einen sehr viel höheren Elternbestand in der Ostsee belassen, damit Perioden von geringen Jungfischaufkommen einfach überstehen kann und dass die Kabeljau dann in späteren Zeiten dann doch erfolgreich sich reproduzieren können. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass so ein Kabeljau das Alter von 30 Jahren leicht erreichen kann. Im Augenblick beträgt das mittlere Alter in den Populationen 2 bis 3 Jahre. Es scheint dunkel zu werden rund um den Kabeljau. Der Fisch, der als Überlebenskünstler schlechthin gilt, der in der rauen Nordsee genauso sein Auskommen findet wie in der sauerstoffarmen Ostsee, der jahrhundertelang das Freitagsmenü der Menschen bestimmte, dieser Fisch wird heute nicht mehr 30, sondern allerhöchstens noch 3 Jahre alt. Zu wenig, um sein Überleben zu sichern. Und schuld daran sollen sie sein, die Fischer. Wir haben uns in Burg Staaken eingeschifft, bei Bruno Börg auf seiner Niobe, einem über 50 Jahre alten, rund 17 Meter langen Holzkutter. Außer ihm sind noch der Geselle Patrick Landschoff und der Lehrling Thorsten Lankowski, sein Neffe, an Bord. Um kurz vor 7 wird das Netz vor der Insel Fehmarn ausgelegt. Wir wollen wissen, warum die Fischer sehenden Auges ihren eigenen Untergang herbeiführen, indem sie auch die letzten Kabeljaus oder Dorsche wegfangen. Doch zunächst, in der Morgendämmerung, die Frühstückspause. Der Lehrling hat in der winzigen Mannschaftskabine vorne im Bug einen kleinen Gasherd angeworfen. Kleine Dorsche gibt es an Bord gratis. Sonst hätten wir die nur über Bord geschmissen. Die dürfen wir nicht mehr mitbringen. Und da dürfen nur noch ein paar zwischen Kisten, in den Kisten liegen. Ne? Und ja, wenn man dabei erwischt wird, dann kriegt man halt eine fette Geldbuße. Ne? Schmecken tut er einmalig. Einmalig. Wenn dann auch irgendwie bitten was bei wäre, gibt nichts Besseres. Sie essen den jetzt so? Wir essen den so, ja. Ein paar mehr Stücke, dann geht das auch. Mit was? Oh, mit dem Ketchup zu oder so. Ein bisschen eintunken nachher, so ein Fischstäbchen. Aber Fischstäbchen selber mögen Sie nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Wenn man den frischen Fisch kennt, dann isst man das nicht mehr. Dann nicht mehr. Frischer Fisch ist was ein bisschen was anderes, also. Nach dem Frühstück beginnt das lange Warten. Rund 6 Stunden wird das Netz über den Grund geschleppt. Viel Zeit zum Nachdenken. Vor kurzem hat die Maschine ihren Geist aufgegeben. Bruno Börg musste eine neue einbauen. 300 PS hat er jetzt, aber auch über 70.000 Euro weniger auf dem Konto. Das neue 130er-Netz hat er natürlich auch kaufen müssen. Und im Herbst wird schon wieder eins fällig, dann mit 140 mm Maschenweite. Nicht mal der eigene Verband versteht seine Sorgen. Es gab keinen Aufschrei, dass man sagte, wir müssen den Kabeljau gewaltig schonen. Sagen die, na ja, und dann tun wir es. So einfach ist das eben für Bruno Börg nicht. Er hat das Gefühl, man stellt ihm ständig ein Bein. Dass er die kleinen Dorsche zwischen 35 und 38 cm Länge jetzt über Bord schmeißen muss, tut ihm weh. Jetzt muss er noch mehr arbeiten. Wir müssen praktisch, um den gleichen Fangerlös zu haben, müssen wir ein Drittel mehr fischen als wie sonst, ja. Das ist dabei vermacht. Das geht ja dann total nach hinten los. Das ist an für sich eine Regelung, die total verkehrt ist. Wenn ich den Fisch mitbringe und eine Quote habe und habe die Quote ausgefischt mit diesem Fisch von 35 bis in der Höhe gerechnet, dann ist meine Quote voll, dann kann ich nicht mehr fischen. Habe ich sie aber nicht, dadurch, weil ich den kleinen Dorsch wegschmeißen muss, muss ich eben mehr Großen fangen, um die Quote wieder zu kriegen, ne? Die Quote auszufischen. Das ärgert Sie, oder? Das ärgert uns sehr, ja. Das ärgert uns sehr, sehr, das muss ich sagen. Also, ich würde auch lieber weniger auf See fahren, um die Quote rauszufischen, aber das liegt da jetzt so nicht drin. Und der Fisch wird ja genommen von den Fabriken. Das ist ja noch das, was uns noch am dollsten aufregt und am dollsten ärgert. Der Fisch ist immer verarbeitet worden, ist immer zu den Fabriken gegangen
Und keine von den Fabriken hat sich irgendwie beschwert, dass sie den nicht verarbeiten können oder nicht verarbeiten wollen. Das ist eben wieder ein Gesetz vom Grüntisch. 8 Monate erst, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, nachdem nur noch Dorsche größer als 38 cm verkauft werden dürfen, werden auch die Netze dem Gesetz angepasst. 8 Monate, in denen der Ostseekabeljau noch härter befischt wird als bisher. Den Fischern bleibt kaum eine Wahl. Und als Sündenböcke stehen sie von vornherein fest. Ich fische jetzt auch schon 25 Jahre und ich habe auch schon ganz, ganz furchtbar schlechte Jahre mitgemacht. Bloß da hatten wir noch die Ausweichmöglichkeiten, da konnten wir noch Hering und Sprotten fischen bei uns. Und die wurden dann auch noch in Deutschland verarbeitet. Das ist alles ganz und gar eingeschlafen. Die ganze Verarbeitung, die Heringsverarbeitung und auch die Sprottenverarbeitung, das gibt es alles in Deutschland nicht mehr. Und das ist das, was uns auch sehr zu schaffen macht. Wenn wir jetzt ausweichen können, es werden 9 Monate im Jahr immer auf dem Dorsch gefischt. Weil eben keine andere Ausweichmöglichkeit mehr da ist. Ist das schon wieder Frost, ja, oder? Da muss ja schon weg. So, hier, ja. Was soll man bei uns auf der Insel anders? Das sind ja nur nicht so viele Ausweichmöglichkeiten. Fabriken haben wir nicht. Wo sollen wir hin? Die Möwen sind da. Das Netz kommt hoch. Das Einzige, was jetzt noch interessiert, ist die Frage, wie viel Fisch wird im Netz sein? In diesem Moment sorgt sich niemand an Bord noch um den Schutz der Kabeljaubestände. Genauso wenig, wie es den Pendler morgens schert, wie sehr er die Luft mit seinen Autoabgasen verpestet. Andere Sorgen beherrschen die Gedanken. Werde ich Erfolg haben? Kann ich im Konkurrenzkampf überleben? Als das gut gefüllte Netz an Bord gehievt wird, ist sofort allen klar. Heute ist ein ganz guter Tag. Die Rechnung ist einfach. Vom Kutter aus wird der Fisch in Kisten verkauft. In jede Kiste passen 25 Kilo und für jede Kiste bekommt der Fischer rund 50 Euro. Heute werden es insgesamt 380 Kilo Dorsch werden, das sind gut 13 Kisten und damit 650 Euro. Das ist das Koordinatensystem der Fischer. Viel Platz für Gefühlsduselei bleibt da nicht. Wir aber müssen gleich an Hans-Joachim Rätz von der Bundesforschungsanstalt denken. Wenn Fische schreien könnten, dann denke ich, wären alle sehr viel sensibler mit dem Objekt, mit dem biologisch lebenden Objekt Fisch. Aber sie schreien nicht. Der Kabeljau stirbt still und leise. Bruno Börk hat endlich mal einen ganz guten Fang im Netz. Aber rund ein Drittel davon ist für ihn Müll. Wir haben uns alle mitgenommen. Robert. Da bleibt doch nicht mehr viel über nachher. Aber alles sonst alles verwertet worden. Und raus damit. Gefangen, getötet und wieder ins Meer geschmissen. Das Gesetz schreibt es so vor. Fazit: Der Kabeljau ist längst abgeschrieben. Nichts weiter als ein kalter, glitschiger Fisch eben. Nur ein paar Wissenschaftler wollen ihn nicht sterben lassen. Sie glauben fest, dass wir ihn brauchen. Als Bestandteil der Natur, unseres Lebens. Wir für uns haben beschlossen, wir werden keinen Kabeljau mehr kaufen.